Hallo und herzlich willkommen zu FIFA 15 in Liga 1 zu einem Season-Spiel mit Real Madrid. Und los geht's! Ronaldo am Ball. Ja, Benzema. Scheiße. Sein Fuck aber auch. Okay, komm. Ich biete den auf jeden Fall. Ja. Ich habe jetzt 3 Siege am Stück gefahren. Und ich hole jetzt den nächsten hier. Oh, scheiße. Das war knapp. Zum Glück war es abseits. Okay, lass uns mal schauen. Ich gehe mal einen sicheren Weg. Direkt auf Ramos. Marcelo. Der war schlecht. Der war ganz schlecht. Ronaldo. Ja, sehr geil. Okay, ich sehe Benzema laufen. Benzema. Der Pass und Rodriguez Tor. Nein, James Rodriguez, ja, Tor. 1-0. Sehr geil. Spiel übrigens gegen City. Auswärts mit Madrid. Für all diejenigen, die es irgendwie nicht erkannt haben. Richtig geiler Shit. 8. Minute, 1-0. Ich dachte schon, der hört jetzt auf zu spielen. Das wäre ja lächerlich. Ich meine, da steht nur 1-0. Schön, 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 schön. Ronaldo, 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 Ronaldo. Na, fuck it off. So ein Kack aber auch. Ja, ich weiß, ich fluche momentan ziemlich viel. Aber FIFA bringt mich immer dazu. Das hätte man viel besser machen können. Mann, 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 Benzema. Na gut, ich steuere ihn ja, aber egal, trotzdem. Ja, komm, das war mega aufgehalten. Klar, ich muss es sehen, aber trotzdem. Schön gesehen. Wieder auf Ronaldo. Diesmal den Pass und reinziehen. Oben läuft einer. Bale! Komm, Rodriguez. Ha, verdammt, noch eins. Okay, der passt nochmal. Groß. Ronaldo. Shit. Riskant, was der da macht, aber okay. Wenn es klappt, ne? Wieder auf Ronaldo. So ein Shit aber auch. Ganz sicher. Okay. BP wieder zurück auf Modric. Marcelo Modric. Ja, egal. Völlig egal. Hauptsache ich gewinne. Na, komm mal dann. Na, so ein Shit aber auch. Oh oh. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Das ist besser und jetzt wird es schlechter. Einfach mal vollkommen weg. Egal wohin. Naja gut, abseits. Völlig egal. Das war jetzt relativ gefährlich, fand ich. Oh, 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 oh. Nein, Pepe! Der ist auch nur gut zum Abholzen, ey. Boah, was mach ich denn da für ein Pass? Komm raus, komm raus, komm raus. Den hast du. Sehr schön, Casillas. Guter Torhüter. Modric. Und Ronaldo. Und tricksen wir jetzt kurz mal aus. Und da läuft Modric. Komm, du kommst da ran, Junge. Na, nee. Ja, doch, sehr gut. Modric kämpft und kriegt ihn mal zurück. Okay, James Rodriguez. Der harte Hart. Der ist echt gut. Okay, jetzt versuche ich es mal wieder mit einem Trickflanke. Man holt einfach die Spieler direkt zum Torhüter, also Torwart zustellen. Und dann spielt man den Ball, ja, eigentlich dahin, wo der gegnerische Spieler vorne steht.
Also relativ leicht. Und dann versucht man von da aus dran zu kommen. Nicht unbedingt genauso, wie ich es gemacht habe, aber im Allgemeinen ist es ein relativ geiler Trick, um Eckball gescheit reinmachen zu können. Hat jetzt halt Fofio-Effekt. Hat absolut beschissen geklappt, aber allgemein ist es ein mega geiler Trick, finde ich. Ah, nein, 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 schon wieder PP. Diese Analgrütze, ey, das ist doch nicht wahr. Wo ging der hin? Na, ah, war so viel mehr möglich. Wieder zu Bell. Ramos. Ja, Ramos, super. Wird wahrscheinlich bezahlt vom Gegner. Ey. Nee, echt nicht. Ja, geht außen entlang. Oh, Casillas. Solche Nummern machen mir echt Angst. Die Torhüter sind nämlich saublöde in FIFA. Modric. Ja gut, okay. Kann man machen. Okay, wieder zu Ronaldo. Du kriegst den noch. Sehr schön. Das war eigentlich so jetzt nicht beabsichtigt. Aber hey, ich bin noch am Ball. Von daher, jetzt bin ich nicht mehr. Das war von ihm wahrscheinlich auch nicht so beabsichtigt. Boy. Sehr schön. Das war total unnötig, aber ich bin noch am Ball, Ronaldo. Und wieder hart. Okay, jetzt versuchen wir es nochmal mit dem gleichen, ne? Zurück. So, jetzt läuft er zurück und jetzt müsst ihr auf rechts achten. Da läuft jetzt einer rein und ich habe es wieder total verkackt. Aber entweder es laufen drei Stück direkt zum Torhüter hin oder der in der Mitte, also der beim Torhüter, läuft raus und dann wisst ihr, okay, von rechts läuft jetzt einer rein und den müsst ihr dann anspielen. Also eins von beiden passiert. Ich weiß nicht, warum manchmal das eine, manchmal das andere. Seht ihr, jetzt laufen zum Beispiel zwei Stück noch mit rein. Jetzt sind wir zu dritt da, stellen den Torhüter zu, spielen kurz und versuchen ihn reinzumachen. Wobei, es klappt momentan absolut nicht. Aber glaubt mir einfach, es klappt normalerweise. Sowas von verschissen, ey. Klar überlegen, ganz klar. Ja, Halbzeit. Läuft eigentlich ganz gut bisher. Jetzt geht es auch noch in meine Lieblingsrichtung. Ich weiß nicht warum, aber ich spiele extrem gerne nach rechts. Benzema und mach ihn rein. Junge, ja, genau das ist, was ich will. Genau das ist, was ich will. Benzema befriedigt mich. Das war so richtig hart. Geiler Scheiß. Richtig geil. 47. Minute, 2:0. Das gebe ich nicht mehr aus der Hand. Aber das spielt auch nicht gut. Komm, Kroos, mach ihn, ja, 3:0, du hast einen richtig großen, ja, du gibst es mir so richtig, ja, egal, ich freue mich einfach nur, 3:0, ja, wieder zur Ruhe kommen hier, wunderbar, entspannen, ja, ich will mir einfach den nächsten Ligatitel holen. Benzema aufs Neue, unten läuft Bale, den sieht er überhaupt nicht. Ja, der Pass war scheiße, Benzema. Der Pass war so scheiße. Unten, oben, unten, oben. So war es nicht geplant, aber egal. Egal, er kommt zu Ronaldo. Jetzt gehe ich nämlich über die obere Seite. Der steht im Abseits, wette ich. Ja, war klar. Ihr müsst immer versuchen, wenn der Gegner angreift, in einen bestimmten Laufweg zu geben. Also ermöglicht ihm einen bestimmten Laufweg, dann läuft er da rein und dann könnt ihr kontern. Erfordert ein bisschen Übung.
aber dadurch schiebt er den Ball nicht vor eurem Tor hin und her. Und das ist extrem gefährlich in FIFA 15, wenn der vor eurem Tor den Ball hin und her schiebt. Das ist eine Katastrophe, sage ich euch. Gebt ihm einfach sozusagen die Möglichkeit. Also er denkt, hier hat er die Möglichkeit durchzukommen. Und ihr wisst ganz genau, wie er spielen wird und könnt es dann stoppen und könnt ihn direkt auskontern. Im genau richtigen Moment. Ist etwas Übung, aber es ist richtig geil. So funktioniert es halt. So, jetzt holen wir wieder zwei Stück rein. Vorführeffekt Runde 3 oder 4, keine Ahnung, ich zähle schon gar nicht mehr mit. Ich hoffe, dieses Mal kommt er überhaupt mal an. Nein, nie. Aber egal. Ja, egal. Rodriguez. Schaut genau hin. Ich versuche ihm immer, also manchmal läuft es natürlich schief, ich versuche ihm aber immer einen bestimmten Laufweg zu geben, zu ermöglichen einfach, den er gehen kann. Also er kann jetzt umdrehen, er hat jederzeit die Möglichkeit umzudrehen und jetzt ermögliche ich ihm fast ein Tor. Das gehört nicht dazu zur Taktik. Ah, Ronaldo, 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 Ronaldo. Viel schneller als der Rest. Wir gehen wieder nach außen, wir gehen nochmal nach außen. Ja, okay, hat nicht geklappt, aber... Ich weiß zwar nicht, was ich gemacht habe, aber anscheinend darf ich das nicht, was ich gemacht habe. Es tut mir auch sehr leid. Keine Ahnung, was es war, aber scheiß drauf. Ramos wieder zurück in die Mitte, ganz locker nach oben und rüber und hoch und wieder zu Kroos und nochmal hoch und rüber und nochmal hoch. Es blickt ja alles nicht, ist unglaublich. Und dann wieder runter und ganz unten läuft normalerweise einer mit, den hat er gesehen. Und der ist nicht ganz schnell genug. Habe ich aber auch nicht gut gemacht. Habe ich echt nicht gut gemacht in dem Moment. Jetzt muss ich mitlaufen. PP am besten in die Mitte ziehen. Das hätte eigentlich anders funktionieren sollen. Theoretisch hätte PP den schon vor Ramos stoppen müssen. Aber meistens kommt Ramos dann nicht mehr an den Ball. Und der schiebt mir das Ding dann rein. Also nicht im perversen Sinne, sondern ne, so den Ball. Ne. Egal. Es war schlecht. Ist einfach total einfach. Ganz unten steht wieder einer frei. Er sieht's nicht. Er sieht's wirklich nicht. Jetzt bin ich zu zweit vor dem Torhüter. Ich schiebe ihn aber mit dem hier rein. Na, verdammt! Man kann den so geil tunneln in dem Moment, wobei es war nicht beabsichtigt, aber. Okay, Runde 4 oder 5. Seht ihr, jetzt läuft da von rechts einer rein. Seht ihr genau den hier? Und mit dem müsst ihr dann spielen. Ja, PP haut ihn sonst wohin. Sei es so. Du musst genau hinschauen, wo er jetzt hinspielt. Oh, das habe ich nicht vorher gesehen. Nicht gut. Gar nicht gut. Ja, gut. Das war's. Yeah. Das hätte echt nicht sein müssen. Aber das habe ich nicht kommen sehen, dass er da durchkommt. So, jetzt müsst ihr ganz ruhig bleiben. Es ist ganz wichtig, dass ihr nicht hektisch angreift jetzt. Oder mega verteidigt oder sonst irgendwas. Einfach so 3-4 Minuten, weil nämlich ansonsten, ich weiß nicht, ob das FIFA-technisch programmiert ist oder so. Ihr kassiert das nächste. Ich garantiere euch, ihr kassiert dann das nächste. Bleibt locker, spielt locker weiter, ohne groß anzugreifen, ohne groß zu verteidigen. Einfach wirklich locker spielen. In der Mitte und locker. Einfach immer kurz diesen Moment abwarten, weil die meisten Gegner kriegen es nicht hin. Die laufen euch dann einfach an. Und wieder zurück. Das merkt er alles nicht. Unfassbar. Ist eher abseits. Und war ein bisschen anders beabsichtigt eigentlich. Aber ich habe 60% Ballbesitz. Naja, das meiste sogar in dem seiner Hälfte, habe ich so das Gefühl. Der kommt ja auch kaum vors Tor. Per Hacke rüber und nochmal rüber und dann läuft er wieder unten, ne? So wollte ich das eigentlich nicht, egal. Kroos und nach links und wieder nach rechts und wieder nach links und dann passt ihr nach hinten. Der blickt das einfach nicht, das ist nicht zu fassen. Ja, was soll's drauf. Den hätte ich reinmachen müssen. Ganz unten, der steht wieder frei, wieder hoch.
wieder zurück und drauf. Drin. 4-1. Einfach immer in den Rückraum spielen. Also ihr, was ganz viele falsch machen, ja, ist den Ball wieder direkt nach oben zu spielen. Der erwartet es ja geradezu. Ihr müsst in den Rückraum spielen und dann drauf. Kriegt auch der Torhüter meistens nicht zu halten. Was soll's. Das war nicht gut. Das könnte auch rot geben. In echt, hier gibt's wahrscheinlich eher gelb. Ja, war klar. Das war schon heftig von den Beinen genommen. Also mit dem Standbein weggehauen und so. So, ihr deutet noch nicht an, dass ihr einen rausholt. Und dann drückt ihr A und holt einen raus. Na, nee. Natürlich, klar. Gut, dass ich 4-1 gerade noch geschossen habe, also das vierte Tor für mich. 3-2 wäre jetzt nicht so geschickt gewesen. Ah, wie der da auch durchkommt, das ist ja fatal. Ich sag jetzt einfach mal so, es war schon so hoch das Ergebnis, ich habe mich jetzt auch nicht mehr so konzentriert, ne? Schöner Pass, Bale. Eigentlich wollte ich den jetzt austricksen. Bale hatte keinen Bock dazu. Und dann gibt es auch noch Vorteil für ihn. Ich weiß wieder nicht, was ich eigentlich getan haben soll. Ich habe anscheinend irgendwas falsch gemacht. Oh oh. Zurück. Sehr schön. Nicht so schön. Und wieder weg. Nicht hektisch reagieren, so wie ich das jetzt mache. Das sollte man auf gar keinen Fall. No, Benzema, warum siehst du das nicht, dass du da weiterlaufen sollst? Du bist Stürmer. Du sollst in den Sturm. Ja, fertig. So leicht gewinnt man in FIFA in Liga 1. Wobei der Gegner war wirklich nicht. Der war wirklich nicht stark. Ja, ich hoffe, euch hat's gefallen, die FIFA-Folge, die ihr seht, im Multiplayer. Ja, die nächste kommt, denke ich, morgen. Ja. Ciao.